diese Buchstabensuppe bringt uns auf jeden Fall direkt ins Buch rein, nämlich zur Kraftbrühe, also zu der Kraftbrühe, die die schwere Erbin oder Schwersterbin Vera, das ist die Firmenerbin der Firma Ritter, das werden wir alles noch erfahren, ihrem geliebten Nikos serviert. Und bevor wir über die beiden reden, müssen wir natürlich über die Geschichte dieses Buches reden. Die nimmt ihren Anfang im Februar 2020. Sie waren vergangenes Jahr hier in der Eifel auf Lesereise mit ihrem Buch Propaganda, sind auf der Rückreise zum Bahnhof, sitzen im Taxi und hören im Radio vom ersten Corona-Toten in Europa. Und dann fahren sie auch noch an einem Schild vorbei, an so einem Hinweisschild Stadt Monschau. Was passierte dann? In dem Moment habe ich mich daran erinnert, dass einer der Helden meines Buches Propaganda, der Arzt, ist in dem Roman Günter Stüttgen in der Allerseelenschlacht im Hürtgenwald 44, dass der, wie mir seine Witwe erzählt hat, eben 20 Jahre später in der Eifel eben nochmal Heldentaten vollbracht hat im Bekämpfen dieser Pockenepidemie. Das hatte ich schon lange gewusst, aber eben nicht wirklich präsent. Und in dem Augenblick fiel mir das eben ein. Also die Kombination löste sozusagen eine neue Synapse aus in meinem Gehirn. Und ich habe dann in dem Augenblick den Mann, der mich zum S-Bahn gefahren hat, gefragt, haben Sie denn schon mal von dieser Pockenepidemie gehört, 62, in Monschau? Und dann meinte er, ja. Und meine Cousine war damals als junges Mädchen bei einem Tante-Emma-Laden beschäftigt und hat in eine Familie, die in Quarantäne war, versorgt mit Lebensmitteln. Und es war eine große Geschichte bei uns, fast jeder weiß davon, noch was zu erzählen, der damals gelebt hat. Und also diese Kombination war dann so schlagend, dass ich gesagt habe, okay, ich werde sofort anfangen, mich damit zu beschäftigen und zu recherchieren. Und das ist auch der Inhalt des Buches, wie die Pocken nach Monschau kamen und welche Folgen das hatte. Wie sind Sie denn nach Monschau gekommen, die Pocken? Nun, so wie heute auch, es war der Monteur einer Firma aus Lammersdorf, die Firma Otto Junker GmbH, war damals schon auf dem Weltmarkt tätig und speziell auch in den neuen Märkten, die sich industrialisiert haben, Indien und auch China. Und auf dem indischen Subkontinent hat ein Monteur ein halbes Jahr gearbeitet, Öfen montiert und bei der Rückreise irgendwo sich mit den Pocken infiziert, vielleicht in Indien selber noch oder vielleicht auch in Karachi in Pakistan. Und er war geimpft. Deshalb sind die Symptome bei ihm relativ mild ausgefallen und auch keiner der Ärzte, bei denen er war, hat auf die Pocken getippt. Mhm. Dann wurde seine Tochter schwer krank, die hat auch die Symptome gehabt, ganz schwer entwickelt. Auch da dachten die Ärzte, es seien Windpocken. Und weil diese beiden, Patient Nummer 1 und Patient Nummer 2, eben so lange Zeit nicht erkannt waren, haben die eben ganz viele andere Leute noch angesteckt, speziell auch im Krankenhaus dann in Simmerath, wo das Kind eingeliefert worden ist. Da musste eine Isolierstation improvisiert werden. Es hat alles nicht richtig funktioniert. Und da wurden dann die Schwestern krank, die Handwerker krank, die Isolierstation gebaut haben, andere Patienten. Und so nahm diese Epidemie eben ihren Lauf. Wie sind denn die Menschen umgegangen mit dieser Epidemie damals? Nun, als klar war, die Pocken sind ausgebrochen, waren natürlich alle furchtbar erschrocken. Denn es war klar, dass die Pocken eine ganz gefährliche, seit Jahrtausenden ja die Menschen plagende Krankheit war. Und es wurde Quarantäne verhängt über Lammersdorf. Die Polizei hat die Leute mit Lautsprechern, Durchsagen darüber informiert, dass sie ihr Dorf nicht mehr verlassen durften. Die Schulkinder, die mit dem Mädchen in der Klasse oder auch in der Schule gewesen waren, wurden allesamt in der Schule in Quarantäne gesteckt. Und das Regime, das wir heute eben auch natürlich jetzt mittlerweile kennen, aus Quarantäne, Isolation, Testungen und dann eben die Impfungen, begann über dem Kreis Monschau strikt vom ersten Tag an. Aber man hat auch Karneval gefeiert. Man wollte es zunächst natürlich noch, dann hat aber der Oberkreisdirektor sämtliche Karnevalsveranstaltungen verboten. Mhm. Nichtsdestotrotz, drumherum um den Kreis Monschau hat es natürlich den Karneval weitergegeben. Und ich habe dann jetzt auch im Nachhinein, als das Buch schon erschienen war, immer wieder Meldungen bekommen von Lesern, die gesagt haben, ja, ja, und ich war damals eben auch in Quarantäne. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch in der Nacht vom Weiberfastnacht aus dem Fenster gestohlen und bin auf den Karneval gegangen, weil ich es nicht aushalten konnte. Also es gab dann eben auch diese Phänomene, die wir heute kennen von den Corona-Partys, dass Leute zum Pockenkarneval gegangen sind. Und der Hit der damaligen Zeit des Pockenkarnevals war, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Der wurde mit besonderer Inbrunst. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Ja, genau. Das kennen wirklich noch alle. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang.